Spoštovani rektor Univerze v Mariboru, profesor dr. Danijel Rebolj, spoštovani dekan Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, profesor dr. Marko Jesenček, spoštovana gospa direktorica Zavoda Evropska prestolnica kulture Maribor 2012, dr. Suzana Žilič-Fišer, gospod predsednik Evropskega združenja za frazeologijo Eurofraz, profesor dr. Jarmo Korhonen z Univerze v Helsinki, predsednica programskega organizacijskega odbora konference, profesor dr. Vida Jesenček, in pozdravljene udeleženke in udeleženci konference, študenti, gospe in gospodje. Sehr geehrter Herr Rektor der Universität Maribor, Professor Dr. Danijel Rebolj, Herr Dekan der Philosophischen Fakultät, Professor Dr. Marko Jesenček, sehr geehrte Damen, Frau Direktorin des EPK Maribor 2012, Dr. Susanna Žilič-Fišer, Frau Vorsitzende des lokalen Programm- und Organisationskomitees in Maribor, Frau Dr. Vida Jesenček, liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Konferenz, Studierende, sehr geehrte Damen und Herren. Esteemed Rector of the University of Maribor, Professor Dr. Danijel Rebolj, Dean of the Faculty of Arts, Professor Dr. Marko Jesenček, Director of EPK Maribor 2012, Dr. Suzana Žilič-Fišer, President of the European Society for Phraseology, Eurofraz, Professor Dr. Jarmo Korhonen from University of Helsinki, President of the Local Program and Organizing Committee of the Conference in Maribor, Professor Dr. Vida Jesenček, dear participants of the conference, students, ladies and gentlemen. Prisrčno vas pozdravljamo na otvoritvi konference Združenja Eurofraz, ki je v tem letu v Mariboru in poteka pod naslovom Frazeologija in kultura. Uvrščena je v sklop bogatega programa kulturnih, strokovnih in znanstvenih prireditev Evropske prestolnice kulture Maribor 2012. Konferenco organizira oddelek za germanistiko Filozofske fakultete Univerze v Mariboru pod pokroviteljstvom Evropskega združenja za frazeologijo Eurofraz, mednarodnega združenja, ki v zadnjem obdobju odločilno in nespregledljivo usmerja razvoj frazeološke discipline v svetovnem merilu. Konferenca bo v prihodnjih skupno petih dneh raznolikega, strokovnega in spremljevalnega programa gostila najvidnejše raziskovalke in raziskovalce frazeologije v evropskem in širšem prostoru, ki se bodo poglobili v širšo kulturno ozadje posameznih jezikov in idiomatičnega izražanja nasploh. Ich heiße Sie herzlich willkommen zur Eröffnung der Konferenz der Eurofraz-Gesellschaft, die in diesem Jahr in Maribor stattfindet und den Titel Phraseologie und Kultur trägt. Sie reiht sich ein in ein reichhaltiges Programm fachlicher und wissenschaftlicher Veranstaltungen der Kulturhauptstadt Europas Maribor 2012. Die Konferenz wird von der Abteilung für Germanistik der Philosophischen Fakultät Maribor unter der Schirmherrschaft der Europäischen Gesellschaft für Phraseologie, einer internationalen Gesellschaft, welche die Phraseologie und ihre Entwicklung auf globaler Ebene entscheidend und unübersehbar bestimmt, veranstaltet. In den kommenden fünf Tagen des verschiedenartigen fachlichen und geselligen Programms werden die bemerkenswertesten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der Phraseologie in Europa und darüber hinaus bei der Konferenz zu Gast sein und sich in dem breiten kulturellen Hintergrund der einzelnen Sprachen und der idiomatischen Ausdrucksweise an sich vertiefen. I cordially greet you at the opening of the Society's Eurofraz Conference taking place in Maribor this year, titled Phraseology and Culture. It lines up in a rich program of professional and scientific events of the European Capital of Culture Maribor 2012. The conference is organized by the Department of German Language and Literature under the auspices of the European Society of Phraseology, Eurofraz, an international society decisively and visibly directing the development of the discipline of phraseology on a global level since several years. In the coming 5 days of a various professional and social program, the conference shall host the most remarkable researchers of phraseology in the European and wider area, going deep inside the wide cultural background of individual languages and idiomatic expressing in general. Univerza v Mariboru je letos pripravila večje število dogodkov v sklopu prireditev Evropske prestolnice kulture. Zato vabim rektora Univerze v Mariboru, profesora dr. Danijela Rebolja na oder in ga prosim za pozdravne besede. In diesem Jahr veranstaltet die Universität Maribor eine Anzahl von Veranstaltungen im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas. Ich lade deswegen unseren Rektor, Professor Dr. Danijel Rebolj, zu mir aufs Podium ein und bitte ihn um ein paar begrüßende Worte. In this year, the University of Maribor has organized a number of events in the framework of the European Capital of Culture. Therefore, I invite our Rector, Professor Dr. Danijel Rebolj, to the stage and ask him for a few words. Don't worry, I will not do this all the time.
Najprej, dobrodošli na Univerzi v Mariboru. Danes je tak poseben, svež, sončen dan, ki verjamem, bo zelo pripomogel tudi k vašemu dobremu delu in počutju. Nikoli se nisem spraševal o fenomenu fraze, morda o metaforah, a to je nekaj drugega, čeprav podobnega, bi rekel. Vabilo k pozdravnemu nagovoru na vaši konferenci pa me je spodbudilo k razmišljanju o fenomenu fraze. Že besede so izjemno zanimive, saj si lahko z njimi izmenjujemo misli, občutja, ideje. V sebi nosijo veliko več kot zgolj nekaj črk. Fraze pa razumem kot bližnico v naši komunikaciji, ki povedo še več kot običajne besedne zveze. Verjetno tudi v razmišljanju. Saj pogosto razmišljamo v besedah, oziroma kakor kdo, sam marsikdaj tudi v slikah. S frazo lahko v nekaj besedah povemo veliko več. Seveda, le v primeru, ko vsi udeleženci pogovora frazo razumejo enako kot govornik. Sicer njena uporaba komunikacijo prej oteži, namesto da bi jo poenostavila ali obogatila. Fraze so zagotovo del kulturnega okolja, v katerem so nastale. Lahko mikrokulturnega okolja, lahko naroda, lahko človeštva. Lahko so muhe enodnevnice, lahko so večne. Kolikšni meri odražajo kulturo, ne vem. Predvidevam pa, da se boste o tem pogovarjali prav na konferenci Eurofraz 2012, ki nosi podnaslov frazeologija in kultura. Ne dvomim, da bodo ugotovitve zelo zanimive. Želim vam uspešno in prijetno delo in druženje in veliko prijetnih trenutkov v našem mestu. Hvala, gospod rektor. Konferenco Eurofraz 2012 je pripravila Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru. Zato vabim tudi dekana fakultete, profesora doktora Marka Jesenčka, da pove nekaj besed v pozdrav. Spoštovani gospod rektor, profesor Daniel Rebol, spoštovani predsednik Združenja Eurofraz, profesor Jarno Korhonen, spoštovana direktorica EPK-ja, doktorica Suzana Žilič, spoštovana akademikinja, doktorica Zinka Zorko, glavna organizatorica in predstojnica oddelka za germanistiko, profesorica Vida Jesenšek, spoštovani organizatorji, dragi gostje, udeleženci in poslušalci konference Eurofraz 2012 Maribor. Pred vami in nami je teden dni druženja na prestižni mednarodni frazeološki konferenci. Vesel in ponosen sem, da je bila organizacija te prireditve zaupana Filozofski fakulteti, ki si je to čast in seveda tudi obveznost pridobila predvsem zaradi mednarodne uveljavitve raziskovalcev oddelka za germanistiko Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Raziskovalna skupina pod vodstvom profesorice Vide Jesenšek združuje slovenske in ugledne tuje frazeologe, med katerimi so številni tudi danes med nami, in se je v evropskem ter svetovnem merilu uveljavila z inovativnimi raziskavami na področju frazeologije. Njihovo odmevno raziskovalno delo je široko prepoznavno in povezano na primer z dvema velikima, uspešno zaključenima mednarodnima projektoma EFRAS in Sprichwort, v Sloveniji pa še dodatno s temeljnim nacionalnim raziskovalnim projektom v kontrastivni nemško-slovenski frazeologiji, v okviru katerega se raziskuje tudi slovenska frazeologija. Mednarodni projekt EFRAS je bil za svoj kreativno-inovativni pristop nagrajen tudi z evropskim jezikovnim priznanjem. Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru tako dokazuje, da njena usmirjenost v mednarodni prostor, težnja po prepoznavnosti in odličnosti v evropskem ter svetovnem univerzitetnem in raziskovalnem prostoru niso samo prazne besede. To
je v Maribor pripeljalo utemeljitelje združenja Eurofraz in najvidnejše raziskovalce frazeologije. Interdisciplinarne konference Eurofraz 2012 Maribor se udeležuje več kot 170 znanstvenikov z celega sveta. Udeleženci prihajajo iz 37 držav, kar je rekordno število za taka srečanja na Filozofski fakulteti in Mariborski univerzi sploh. Vodilna tema konference so raznoliki odnosi med kulturo in jezikom, prav to pa konferenco uvršča tudi v program prireditev Maribor 2012 Evropska prestolnica kulture. Konferenca Eurofraz tudi letos prihaja za to v pravo mesto in na pravo univerzo, saj bo pokazala, da je jezik kazalec identitete posameznika in vsake jezikovne skupnosti, jezik je kot dom, kot izraz bitja, čutenja. Jezik ni le sredstvo medsebojnega sporazumevanja, kar se napačno, poenostavljeno in včasih preveč preprosto kaže v težnji po enotnem globalnem jeziku na vseh področjih človekovega bivanja, žal tudi v univerzitetnem in znanstvenem prostoru. To najbolj boleče in usodno čutimo tudi Slovenci, saj slovenščino govori le približno 2,5 milijona ljudi doma in po svetu, izguba nekaterih funkcijskih zvrsti jezika, zlasti znanstvenega in strokovnega, pa lahko pomeni začetek konca nekega jezika. Kajti beseda, to je treba vedeti, je živo bitje. Besede delamo, ustvarjamo nove, jih pišemo, govorimo, iščemo jih v slovarju. Besede so neznane, nenavadne, stare, domače in tuje, narečne, eno in več pomenske, so ljubkovalne ali nespodobne. Besede so lahko na mestu, lahko pa nas doleti tudi ploha ali poplava besed. Beseda lahko razžali, speče, zbode. Besede so hude, iskrene, odkrite, ostre, pametne, prazne, prijateljske, tehtne, tolažilne, trde. Besede sežejo do srca. Besedo lahko damo, lahko jo držimo ali pa jo prelomimo. Beseda in vse je rešeno, toda tudi beseda in vse je izgubljeno. In zato bodo prispevki na konferenci Eurofraz 2012, ki izhajajo iz raziskav o vpetosti jezika v kulturne in družbene danosti, te razumevanja jezika kot kulturne vrednote, priložnost za poglobljen pogled v jezik, metafore in idioma. Oba odsevata kulturno zgodovino, vrednote, videnje in dojemanje sveta njihovih govorcev. Upajmo, da bo to utrdilo tudi zavedanje o rabi, pomenu in potrebi slovenske besede v znanosti in na univerzi. Prav zato verjamem, da se beseda na konferenci ne bo zatikala, ampak bo tekla gladko. Da se beseda ne bo jemala, ampak bo prišel do besede vsak, ki bo zanjo prosil. Beseda bo dala besedo, beseda bo tekla o jeziku, metafori, kulturi in dojemanju sveta. Frazeologi boste zastavili svojo besedo za jezikovno raznolikost. Poslušalci pa bomo požirali vaše besede in ne bomo obsedeli brez besed, ampak se bo razumela beseda in zadnja beseda znanosti bo pokazala, da je znanstveni jezik sicer univerzalen, nikakor pa ne globalen. Ni lingva franca, ni le eden in ne nadomestni za vse nacionalne jezike sveta. Na ledenem snegu tudi cepin pride do svoje besede. Uvodna beseda me je sicer malo zanesla, verjamem pa, da boste udeleženci in organizatorji v zaključni besedi dorekli vse, kar se za idiomatiko, metaforiko in besedo nasploh mora doreči novega na tej konferenci. Želim vam veliko ustvarjalnega nemira, živahno razpravo in zanimivih novih spoznanj. Nikar pa preobilici dela ne pozabite, da ste v enem izmed najlepših kotičkov Evrope, v univerzitetnem Mariboru, na Štajerskem, v Sloveniji, ki slovi po prijaznih in gostoljubnih ljudeh, odlični kulinariki in še boljših vinih. Zato uživajte tudi v bogatem spremljevalnem programu, ki so ga pripravili organizatorji, da boste lahko natančneje spoznali tudi del slovenske kulture in začutili življenjski utrip Maribora in severovzhodne Slovenije. Vse dobro želim konferenci.
Hvala, gospod dekan, profesor dr. Marko Jesenček. In 2012, Maribor is European Capital of Culture. Among us is also the director of the institution managing this project, Dr. Susanna Žilič-Fischer. Gospod dr. Fischer, Žilič-Fischer, vabim vas na oder. Hvala. Distinguished guests, professor, rector of University in Maribor, Professor Ebol, Dean of the Faculty, Professor Jesenšek, President of Phraseology Society, and of course, organizer Professor Jesenšek. Thank you for inviting us, and of course, thank you for this important an event that brings very interesting ideas also to the project of European Cut of Culture. It's a great pleasure to be here at the opening of the conference, and the conference is also part of the program of European Capital of Culture. This program of European Capital of Culture is, of course, very broad, and we really want to look at this culture and the project as such very, very broad. As many say, that culture is all among us, all around us. We would try to agree with that because we don't perceive culture only as art, but also we want to address different fields of society. It's the way as we live, it's the way as we communicate, it's the way as we speak, and of course, it's the way as we think. Therefore, our goal is, in the project European Cut of Culture, is to contribute toward better intercultural understanding, dialogue in society, promote diversity in society, and of course help to develop society. We can do that with the creativity, with the creative potential in society, of course, in Slovenia, and of course in the global sphere. Therefore, we want to address different segments of society, different audiences, and not only artistic events, but of course there are seminars, conferences, critical thinking should be part of this broad cultural project. In this year, we have about 5,000 events, cooperations with around 400 institutions. And of course, University in Maribor with its great potential important, and of course, we can say main partner in this project. And of course, this project is mainly about creativity and the cooperation, because we believe that cooperation and creativity can bring us new answers to already posed questions. We need creative ideas in different fields and different disciplines. Phraseology reflects society. Therefore, questions regarding phraseology and culture can bring important findings at this conference. At the conference, you're going to discover and research language. And if it's true that the language we speak shapes the way we think and see the world, these are extremely important issues that you are going to discover all these days and future days, and of course, and in this week. So, and I would say I could agree, or we could agree, with a bit artistic view, as Shakespeare said about words: "My words fly up, my thoughts remain below. Words without thoughts never to heaven go." So, I would really wish you really successful conference. Enjoy these days. And I hope you will feel the spirit of culture this day in your university city of Maribor. Thank you very much, especially for the recognition of this conference and the topic of phraseology inside the European Culture of European Capital of Culture program.
We are approaching slowly further, and I would now kindly ask the President of the European Society of Phraseology, Eurofras, Professor Dr. Jarmo Korhonen from the University of Helsinki, to address us with some words on behalf of the Society. Please. Magnificenz, Herr Rektor, Respektabilität, Herr Dekan, sehr geehrte Frau Fischer, sehr geehrte liebe Frau Jesenschek, liebe Mitglieder von Eurofras und sonstige Phraseologie-Forscherinnen und Forscher, meine Damen und Herren. Im Namen der Europäischen Gesellschaft für Phraseologie begrüße ich Sie herzlich zur Eurofras-Konferenz 2012. Ich freue mich sehr, dass so viele erfahrenere und jüngere Kolleginnen und Kollegen der Einladung der Organisatorinnen und Organisatoren zu dieser Konferenz gefolgt sind. Die Veranstaltung gehört zu den größten Konferenzen, die im Jahr 1999 gegründete Europäische Gesellschaft für Phraseologie seit dem Jahr 2000 ausrichtet. Die Geschichte der Eurofras-Konferenzen reicht aber ins Jahr 1988 zurück. Die erste Tagung unter dieser Bezeichnung wurde von Gertrud Cresciano in Klingenthal und Straßburg organisiert. Seitdem werden Eurofras-Konferenzen hauptsächlich alle zwei Jahre in einem europäischen Land veranstaltet. Wie Sie wissen, gelten Eurofras-Konferenzen als wichtigste internationale Veranstaltungen für alle, die sich wissenschaftlich mit der Phraseologie einzelner Sprachen befassen. Die diesjährige Konferenz wurde in das offizielle Programm Maribor, Kulturhauptstadt Europas 2012, integriert, weshalb auch als Generalthema der Konferenz Phraseologie und Kultur gewählt wurde. Diese Kombination ist ein sehr komplexes Feld, wobei sich das Organisationsteam für folgende Schwerpunkte entschieden hat: Phraseologie aus kulturhistorischer, kultursemantischer und symbolischer Perspektive, Phraseologie im interlingualen und interkulturellen Kontakt, Phraseologie in Wörterbüchern und Corpora und Phraseologie in der Bildung. Aus den thematischen Schwerpunkten hat sich ein besonders vielseitiges und reichhaltiges Konferenzprogramm ergeben. Aspekte, Fragen und Probleme der Phraseologie sollen in mehreren verschiedenen Arbeitsformen, und zwar in Plenarvorträgen, Sektionsreferaten, Workshops, Buch-, Projekt- und Posterpräsentationen sowie in einem Dissertationsforum behandelt werden. Die letzten vier Programmpunkte sind neu auf Eurofras-Konferenzen und stellen eine willkommene Bereicherung des bisherigen Programmangebots dar. Das eigentliche Konferenzprogramm wird durch ein Rahmenprogramm ergänzt, das aus einem Empfang, einem gemeinsamen Abendessen sowie Ausflügen und Stadtführungen besteht. Schließlich soll am Ende des wissenschaftlichen Teils eine Generalversammlung von Eurofras durchgeführt werden. Das Organisationsteam unter der Leitung von Frau Professor Jesenschek hat sich bei der Vorbereitung der Konferenz viel Mühe gegeben und sehr gute Arbeit geleistet. Die Zusammenstellung des Programms ist gelungen. Die Internetseiten sind informativ und übersichtlich. Auch wurden sie vorbildlich betreut. Wahrscheinlich wäre die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch höher gewesen, wenn unsere Gesellschaft ihren Mitgliedern Reisekostenzuschüsse hätte bewilligen können. Leider war dies wegen einer angespannten finanziellen Situation der Gesellschaft nicht möglich, aber hoffentlich ist es ein kleiner Trost für die Organisatorinnen und Organisatoren, dass Eurofras Ihnen für die Herausgabe der Konferenzakten einen Druckkostenzuschuss gewähren kann. Außerdem hat eines unserer Mitglieder, Professor Wolfgang Mieder, auch diesmal die Organisierung einer Eurofras-Konferenz durch eine großzügige Spende unterstützt, wofür ihm ein großes Dankeschön gebührt. Zu der finanziellen Situation hätte ich noch eine dringende Bitte an Sie, liebe Mitglieder von Eurofras. Bitte zahlen Sie Ihren Jahresbeitrag regelmäßig. Nur dadurch werden Sie im Mitgliederregister aufgeführt und erhalten Sie das Jahrbuch zugestellt. Sie können den Mitgliedsbeitrag auch hier zahlen, indem Sie sich an unsere Kassierin, Frau Dr. Filatkina, wenden und mit ihr besprechen, wie Sie die Zahlung heute und in Zukunft am besten leisten. Während der Pausen steht Ihnen Frau Filatkina in dem Raum, wo Sie sich angemeldet haben, zur Verfügung.
Zum Schluss möchte ich Frau Professor Jeseniczek und ihrem Team für all ihre Bemühungen herzlich danken. Wir sind Ihnen sehr verbunden, dass Sie bereit waren, eine Eurofraz-Konferenz in Ihrer Alma Mater zu organisieren. Und Ihnen allen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wünsche ich aufschlussreiche Vorträge, anregende Gespräche, einen intensiven Gedankenaustausch, neue Bekanntschaften sowie viele weitere schöne Erlebnisse auch am Rande der Konferenz. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Korhonen. Wir nähern uns dem tatsächlichen Beginn der Konferenz, weshalb ich noch Frau Professor Dr. Vida Jeseniczek, die Vorsitzende der Abteilung für Germanistik der Philosophischen Fakultät der Universität Maribor und des Programm- und Organisationskomitees der Konferenz in Maribor, einlade, uns ein paar einleitende Worte zu sagen. Sehr geehrter Herr Rektor der Universität Maribor, Dekan der Philosophischen Fakultät, Frau Dr. Žilić, Präsidentin, Direktorin der Europäischen Kulturhauptstadt Maribor 2012, sehr geehrter Herr Professor Korhonen, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, Sie hier an der Universität Maribor zur großen Eurofraz-Konferenz mit dem Titel Phraseologie und Kultur begrüßen zu dürfen. Wir sind stolz darauf, dass die Europäische Gesellschaft für Phraseologie entschieden hat, die Organisation der diesjährigen Konferenz der Philosophischen Fakultät Maribor und ihrem Institut für Germanistik anzuvertrauen. Dem Institut, dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich in den letzten Jahren intensiv mit der Erforschung der Phraseologie beschäftigen. Dazu ist Maribor in diesem Jahr Europäische Kulturhauptstadt und man hätte wohl keinen spannenderen Ort wählen können für eine wissenschaftliche Veranstaltung, die sich vertieft mit dem sprachlich-kulturellen Phänomen Phraseologie und Idiomatik auseinandersetzen will. Wir befinden uns also an einer Universität in einer Stadt, wo Phraseologieforschung und Kultur im weitesten Sinne des Wortes derzeit ein bedeutendes Thema sind. In ihren Anfängen als linguistische Disziplin profilierte sich die Phraseologieforschung vor allem durch Untersuchungen von strukturellen, semantischen, ebenso von pragmatischen Eigenschaften des phraseologischen Ausdrucks. Theoretische Grundlagen wurden erarbeitet, Ergebnisse vieler sprachkontrastiven Untersuchungen liegen vor, kognitive Aspekte der idiomatischen Redeweisen wurden erforscht, sprachdidaktische Perspektiven wurden angesprochen. In letzter Zeit wird die Aufmerksamkeit immer mehr auf kulturologische Aspekte der Phraseologie gerichtet. Wurde doch die Kultur als Grundlage des Phraseologischen in jeder Sprache identifiziert und anerkannt. Die Phraseologie ist aus der Sprache nicht wegzudenken. Gleichzeitig gilt sie als Trägerin der kulturellen Gegebenheiten jedes einzelnen sprachlichen und kulturellen Raumes. Die Konferenz Eurofraz 2012 Maribor folgt diesen Forschungsrichtungen und ist somit hauptsächlich den kulturellen und symbolisch-semantischen Dimensionen der Phraseologie in der sprachlichen Kommunikation und im Sprachenlernen gewidmet. Das vielfältige Konferenzprogramm zeugt darüber, dass die phraseologische Verbindung als sprachliches Phänomen in den Kontext gesellschaftlicher, kultureller, historischer, literarischer, fachsprachlicher und bildungsbezogener Gegebenheiten gestellt sein wird. Folgende Themenbereiche werden während der vier arbeitsintensiven Konferenztage ausführlich besprochen: Phraseologie und Kultur, Phraseologie und Symbol, Phraseologie in interkulturellen und interlingualen Kontakten, Phraseologie in Wörterbüchern und Corpora, Phraseologie in der Bildung.
So vielfältig wie die Konferenzthematik sind auch vorgesehene Arbeitsformen. Es warten auf uns 7 Plenarvorträge, zahlreiche Sektionsbeiträge, 5 Workshops werden durchgeführt. Darüber hinaus sind Buch-, Projekt- und Posterpräsentationen vorgesehen. Was mich besonders freut, ist das Dissertationsforum, wo jüngere angehende Phraseologieforscher und Forscherinnen ihre Vorhaben werden präsentieren können. Der jugendliche Ideenreichtum und die Kreativität sollten ja gemeinsam mit Wissen und Erfahrung älterer Generationen zu fruchtbaren Ergebnissen führen. Mit einer generationsübergreifenden Zusammenarbeit hoffen wir auf weitere spannende Erkenntnisse im weiten phraseologischen Forschungsfeld. Sehr viele haben das Interesse für unsere Konferenz gezeigt. Das 233 Seiten umfangreiche Abstraktheft enthält 180 Texte von Autorinnen und Autoren aus 37 Ländern. Einige davon können aus verschiedenen unvorhersehbaren Gründen an der Konferenz leider nicht teilnehmen, darunter Professor Walter Mokienko, Professor Harry Walter, Frau Dr. Elisabeth Pireinen und Professor Wolfgang Mieder. Von Ihnen wurde ich gebeten, an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Konferenz freundliche Grüße und Wünsche für einen guten Verlauf der Konferenz auszurichten. Und das tue ich hier natürlich sehr gerne. Ich bin fest darüber überzeugt, dass die Konferenz ihren Zweck und ihre Ziele wird erreichen können. Einsichten in neue theoretische und methodologische Forschungsperspektiven zu geben, neue applikative Leistungen vorzustellen, Möglichkeiten und Richtungen für künftige Forschungsarbeit darzulegen, nicht zuletzt aber auch Bedingungen für kreative, innovative, interdisziplinäre und internationale Zusammenarbeit im Bereich der Phraseologieforschung zu schaffen. Abschließend bleibt mir noch mein Dank an die Institutionen und Personen auszusprechen, die diese Veranstaltung finanziell und organisatorisch unterstützt haben. Darunter Eurofras, die Europäische Gesellschaft für Phraseologie, die Slowenische Forschungsagentur, Universität Maribor, Philosophische Fakultät der Universität Maribor, das Institut Maribor 2012, Europäische Kulturhauptstadt und Herr Professor Wolfgang Mieder. Und schließlich mein Dank gilt den heutigen Rednern. Ihre Bereitschaft, uns hier anzusprechen, verstehe ich als Anerkennung der Fachdisziplin, der diese Veranstaltung gewidmet ist. Vielen Dank. Erlauben Sie mich noch ein paar Worte auszusprechen. Es ist heute ein besonderer Tag. Besonders noch gilt das wahrscheinlich für unseren Rektor. Herr Rektor, ich möchte, dass Sie ein bisschen hierher zu mir kommen. Herr Rektor hat heute Geburtstag. Ich möchte ihm ein kleines Geschenk übergeben. Es ist das Abstraktheft zu dieser Konferenz mit sehr vielen Texten zur Sprache, zu den Sprachen, zur Macht der Sprache und zur Schönheit der Sprache, zum Nachlesen und zum Nachdenken. Herzlichen Glückwunsch. If I may, I just have a very simple wish today, as it is my birthday. I simply wish that all the people would understand each other.